Wir sind heute auf einem Pre-Wiesn-Event und es sind einige Promis da, unter anderem Kathi Hummels. Und ich werde sie ein paar Fragen stellen, die sie so vielleicht noch nicht gehört hat. Drei Dinge, die man auf dem Oktoberfest nie tun sollte? Fremdgehen, sich übergeben und sich nackt ausziehen. Zu viel trinken, zu kurze Dirndl tragen und pöbeln. Mach drei Tiergeräusche nach. Oh Gott. Und nenne drei Wörter auf Bayerisch. Das kann ich jetzt nicht da. Uzaftis, Wiesenmadel und Xuffa. Drei Dinge, wo du denkst, die könnten gut gegen einen Kater sein? Da ich noch nie Alkohol getrunken habe, kenne ich mich nicht so gut aus. Aber Nummer eins wäre wahrscheinlich gar nicht erst so viel Alkohol zu trinken. Ich trinke ganz wenig. Drei Synonyme für Liebe? Empathie, Wertschätzung, Begierde. Zärtlichkeit, würde ich sagen. Leidenschaft. Und, hui, bin ich so unromantisch? Romantik. Drei Dinge, die dich zum Lachen bringen? Witze über mich selber, Britney Spears, Memes im Internet und Family Guy. Geile Achterbahnen. Hattest du einen Kindheitstraum und wenn ja, welchen? Ich wollte immer prima Ballerina werden, weil ich habe lang Ballett getanzt, 12 Jahre, habe dann aufgehört wegen dem Abi. Schauspielerin zu werden, aber nee. Wie lange brauchst du, um dich fürs Oktoberfest fertig zu machen? Boah, fürs Oktoberfest fertig machen, also immer so ungefähr eine Stunde. Ich überlege mir schon früher, was für ein Dirndl ich anziehe und welche Tasche und welche Schuhe. Also eigentlich bin ich schnell. Also in 20 Minuten bin ich abfahrbereit, aber heute machen wir hier ja das Nonplusultra-Programm und deswegen habe ich, glaube ich, schon so 1,5 Stunden gebraucht. Wie viele Dirndl hast du zu Hause? Ich glaube, ich habe mittlerweile so 8, 9 Dirndl. Nachdem ich ja meine eigenen Kollektionen mache, habe ich natürlich alles, was ich da so entwerfe, auch in meinem Schrank. Kann ich nicht zählen, ich weiß es nicht. Was mir wichtig ist und was ich cool finde, ist irgendwie Authentizität. Zungenbrecher. Authentisch zu sein. Vervollständige den Satz, ich fühle mich am schönsten, wenn? Wenn ich glücklich bin. Ich war immer bekannt in der Schule als die, die nie ihren Mund halten kann. Also ich habe immer meine Meinung gesagt, egal ob positiv oder negativ. Ich war immer ziemlich lustig, in der Tat. Puh, was liebe ich an mir am meisten? Das ist aber eine schwierige Frage. Also ich mag meine Haare tatsächlich gern. Ich mag meine Augen in der Tat sehr gern. Was ist dein lieblingsalkoholisches Getränk auf dem Oktoberfest? Mein lieblingsalkoholisches Getränk? Ich trinke super gern Radler. Gibt's da Jägermeister? Oh, okay. Dann Jägermeister. Ich mag kein Bier, ich bin auch nicht so der Weintyp, aber so ein Jägermeister mal, es geht schon. Und nach dem Pre-Wiesn-Event kommt dann der große Auftritt auf dem Oktoberfest.